Kann man Moodle eigentlich auch auf Deutsch benutzen? Ja, das geht. Und in diesem Video zeige ich dir, mit welchem einfachen Trick das funktioniert. Mein Name ist Michael Neubert, ich bin Moderator und Moderationstrainer und ich möchte, dass für dich Workshop-Moderation einfach wird. Wenn du eine andere Frage zum Thema Workshop-Moderation hast, schreib sie in die Kommentare und ich versuche sie in einem meiner nächsten Videos zu beantworten. Doch wie funktioniert nun der Trick, mit dem du Moodle auch auf Deutsch benutzen kannst? Dazu verwendest du den Browser Google Chrome. In Google Chrome wird standardmäßig angeboten, fremdsprachige Webseiten auf Deutsch zu übersetzen. Um diese Option zu nutzen, klickst du einfach hier oben auf Deutsch. Wenn du diese Option nicht angezeigt bekommst, kann das daran liegen, dass du in der Vergangenheit abgelehnt hast, dass Google Chrome deine Webseiten übersetzt. Das kannst du ganz einfach beheben, indem du auf der Webseite mit der rechten Maustaste klickst und dann sagst, auf Deutsch übersetzen. Das funktioniert natürlich nicht, wenn du bereits auf deinem Moodle-Board bist, weil dort die rechte Maustaste mit den Funktionen von Moodle belegt ist. Dafür aktivierst du das Outline. Das ist die dritte Taste oben rechts, zwei neben dem Fragezeichen, das kleine Listensymbol. Und wenn du im Outline bist, gehst du unten auf die weiße Fläche. Hier kannst du die rechte Maustaste betätigen und sagen, auf Deutsch übersetzen. Wenn das alles nicht funktioniert, solltest du sicherstellen, dass die Übersetzung aus Fremdsprachen aktiviert ist in Google Chrome. Und das tust du, indem du auf die drei Punkte oben rechts neben der Adresszeile klickst, dann Einstellungen, Erweitert, Sprachen, Sprache und dann Übersetzung von fremdsprachigen Seiten anbieten, einschalten. Und so sehen die Übersetzungen dann aus. Wie du siehst, werden die Inhalte des Moodle Boards nicht übersetzt, sondern die Menüs, die Kontextmenüs und auch die Mouseover-Anzeigen. Die Übersetzungen sind insgesamt sehr gut. Es gibt aber auch ein paar kleine Abstriche, die ich dir nicht verschweigen möchte. Zum einen werden manche Wörter zu sehr ins Deutsche übersetzt. Zum Beispiel wird aus Moodle ein Wandbild und aus Creative Cloud von Adobe eine kreative Wolke. Das werden die meisten noch verschmerzen können. Was ich aber auch gemerkt habe, ist zum Beispiel hier in meinem Outline werden aus deutschen Wörtern, die ich eingegeben hatte, andere deutsche Wörter generiert, die dann den Sinn etwas entstellen. Das ist schon weniger schön. Und was man auch wissen sollte, wenn man nach Icons, also Symbolen sucht, muss man weiterhin auf Englisch suchen, weil hier die Übersetzung nicht funktioniert. Wenn du dich gut auskennst, kannst du natürlich auch andere Extensions oder Browser benutzen, um Webseiten direkt übersetzen zu lassen. Was ich jedoch immer empfehlen würde, ist, es den Teilnehmerinnen und Teilnehmern so einfach wie möglich zu machen. Wenn du jetzt, nachdem du die Sprache eingestellt hast, die ersten Schritte auf Moodle unternehmen möchtest, dann solltest du auf jeden Fall dieses Video anschauen. Wenn du schon Erfahrung auf Moodle hast, dann schau dir doch dieses fortgeschrittene Video an, um weiter fit zu bleiben auf Moodle. Auf jeden Fall wünsche ich dir viel Spaß bei deinem Workshop.